weiter geht's. Ich sag einfach mal Hi oder Hey. Hey Leute, weiter geht's. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Zu Odyssey im Auftrag des Königs. Und zwar voller Panther und voller Löwinnen. Und ich bin hier durch die Oase durch. Ich bin doch hier mitten in der Oase, oder nicht? Und ich habe diesen Tabor nicht gefunden. Aber dafür haben wir... Moment mal, also Löwenjäger. Ne, den habe ich ja versucht zu finden. Hier steht aber gar nicht drin, dass er in der Oase ist. Vielleicht habe ich hier irgendwie wieder einen Denkfehler gemacht. Dafür habe ich aber alle Sklaven gesprochen. Wo haben wir sie denn? Da sind sie. So, Spike gab mir den Rat. Blablabla. Und dann gibt es natürlich noch die gefangene Tamara. Mit der sollte ich vielleicht mal sprechen. Oh, die ist so süß. Sie erinnert mich an jemanden. Kann mir jemand sagen, wer das eventuell sein könnte? Ja, also ich gehe mal wieder zurück. Und beziehungsweise nach Uga könnte ich mich jetzt eigentlich hinbürsten. Also jetzt so mit... Aber ich mache es nicht, weil ich denke, ich könnte hier noch ein bisschen was finden, außer blöde Tierchen oder so. Also wir sehen uns gleich. Und zwar am nächsten Morgen hier nochmal. Warum? Weil ich denke, dass hier noch was ist. Ach hier, zum Beispiel ein Feldknöterich. Oder auch hier irgendwie hinter dem Gebäude, wo ich noch gar nicht geguckt hatte. Vielleicht liegt hier noch irgendwas. Komme ich hier runter? Nee, komme ich nicht. Oh, haben wir hier noch ein Steinchen? Oh. Kommen wir hier eigentlich hoch? Fragezeichen? Nö, kommen wir nicht hoch. Schade. Warum denke ich, dass man hier hoch muss? Warum liegen die Steine hier? Sehr ulkig. Komme ich hier hoch? Nein. Vielleicht komme ich ja irgendwie von der längeren Seite hier hoch. Ja, das könnte klappen. Na, auch nicht. Aber ich wollte jetzt irgendwie nicht hier falsche Tränke spielen hier. Hier komme ich auch nicht mit Anlauf hoch. Oder so. Ja, so geht's. Wunderbar. Da liegt was. Da liegt was auf dem Dach. Ha, 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 ha. Da konnte ich gar nicht drüber lachen. Hey, das... Oh, na gut, okay, das kann passieren. Das kann passieren. Das heißt, wir müssen also hier irgendwie auf das Felsmassiv kommen. An der Seite. Ha, witzlos. Sitzt du bis umzingelt. Und dann hier, von hier aus rüber springen. Mal gucken, was ist hier die kürzeste Geschichte. Mit Anlauf oder als Blutfliege? Machen wir erstmal mit Anlauf. Nee, passt da auch nicht. Und mit Blutfliege wird es auch nicht klappen, weil... Wie komme ich da oben hoch? Vielleicht mache ich es wieder zu kompliziert. Nee. Komm da nicht hin. Ja, okay, lass es mal sein. Dann werden wir mal nach Ushtar wieder zurück. Beziehungsweise nicht nach Ushtar, sondern nach Uga. Es ist ja hier direkt vor der Tür. Ja, und dann werden wir mal versuchen, mit Tamara zu quatschen, die ab und zu mal rauskommt. Wie wir es ja in den... habe ich richtige Rüstung an? Ja. Wie wir es ja gesehen haben. Nur schups, manchmal springt er so richtig schön rum. Ich habe mal abgespeichert. So, hier ist ja dieser Iskra. Handeln. Blub, blub, blub. Es wäre schwierig, seinen Schlüssel zu stehlen. Ich mach's mal. Klappt doch. Türschlüssel der Assassinenhändler erhalten. Das wird sich doch lohnen. Aber wo ist seine Tür? Das ist die große Frage. Der Assassinenhändler. Also, das sind ganz viele Händler. Dann gehen wir als erstes mal hier runter. Bim, 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 bim. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich also das die Tür auf. Ist es schon mal nicht. Behau. Okay, Geschicklichkeit wäre natürlich jetzt cool. Wegen. Aber ich muss haushalten mit den Punkten. Ich muss haushalten. Da oben komme ich nicht rein. Oder komme ich da rein? Ich muss es mal jedes Mal ausprobieren. Nee, da komme ich nicht rein. Die wollen mich nicht reinlassen. Jetzt will ich wissen, ob das Tamara hinten ist. Ist sie das? Ja, das ist sie. Okay. Hau bloß ab. Ja, habe ich ja gemacht. Tamara, komm mal raus.
Warte mal, aber. Das ist die Schwester von Velaya? Hey, noch. Los, zeig doch mal an. Raus, hau nein, los, shit. Ab. Gut, okay, dann müssen wir später auf Tamara warten, bis sie hier mal rauskommt. Und ansonsten können wir in der Zwischenzeit speichern. Und nochmal schauen, was das Logbuch hergibt. Hier gibt es natürlich noch sehr viele Schatzgeschichten. Mine der Verfluchten, Schatzsuche in der Westwüste, Tempelschatz. Ich möchte aber doch ganz gerne reiche Beute. Was war das noch? Ja, so der Tipp. Löwenjäger, habe ich leider nicht gefunden. Könnte mal schreiben. Schatzsuche in den Katakomben, auch nicht schlecht. Können wir machen, aber zuerst will ich wissen, wann diese Tamara da wieder rauskommt. Der Spieler. Ach, Spieler Mirko aus Uga. Ein Hinweiswürfel ist klar, aber beim Spielen sollte ich besser eigene Würfel benutzen. Auch ja, das mit dem Spielen, das machen wir zum Schluss oder später. Aufseher. Okay, ich habe ihm auch gesagt, immerhin hat mir Bahal trotzdem meine 100 Goldstücke für die Suche gegeben. Ich sollte ihm. Ja, das haben wir ja gemacht. Ah, was nochmal? Mal sehen, ob ich in Uga jemanden finde. Zu. Ah, aha, wegen der vorherigen Folge, also die davor, vor der letzten, sollte ich einen Aufseher finden, der nochmal sich um die Tomatenernte kümmert. Zuvor sollte ich mich allerdings. Ja, die habe ich doch gemacht. Tomatenernte, die ist doch erledigt, oder nicht? Und zwar hier über unter erfüllte Mission Tomatenernte. Okay. Also da gehe ich mal von aus, dass die jetzt gemacht ist. Jetzt muss ich mich nur noch um einen People kümmern, der mal sich um die Tomatenernte kümmern sollte, um die weitere Ernte. Da fällt mir als erstes Pedro ein. Ne? Also das ist ja, wo war der denn nochmal? Der müsste irgendwo hier sein, gewesen sein. Da ist Joachim. Nö, der will nichts bei mir. Ein bisschen die Pedro. Hättest du Lust? Ja, ich hab's vorher nicht gewusst. Hab's auch nirgendwo gelesen. Hab nur kombiniert. Hättest du Lust, Aufseher einer Plantage zu werden? Hättest du Lust, Aufseher einer Plantage zu werden? Aufseher? Warum nicht? Halt! Meinst du etwa Bahals Tomatenplantage? Ja. Genau die. Und? Hast du Lust? Wieder Tomaten pflücken? Ich weiß nicht. Ach, was soll's. Hauptsache, es wird gut bezahlt. Ich mach's. Gut. Ich werde mal Bahal fragen, wie viele er dir geben will. Alles klar. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja, hockend im Sand. In der Sonne statt unten. Okay. Auch gut. Jetzt ist die Musik wieder weg. Das machen wir gleich. Oder? Nee. So, Bahal. Das speichern wir erstmal vorher ab. Und auch die Musik haben wir wieder angemacht. Ich hätte einen neuen Aufseher für dich. Pedro würde den Job machen. Pedro? Das ist nicht dein Ernst. Ich glaube nicht, dass er für diese Aufgabe geeignet ist. Warum nicht? Er könnte dir ja außerdem noch bei der Ernte tatkräftig helfen. Dann könnte ich mir allerdings einen Arbeiter für die Ernte sparen. Nicht schlecht. Aber er kann die Plantage nicht gegen Angreifer verteidigen. Dazu ist er viel zu schwach. Na, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Dein alter Aufseher war ja, was das angeht, auch keine große Hilfe. Stimmt. Na gut. Er soll den Job haben. Freut mich. Wie viel willst du ihm geben? Sagen wir mal 50 Goldstücke im Monat. Viel zu wenig. Er will 100 im Monat. Was? 100 Goldstücke? Ja, ist er denn vollkommen verrückt geworden? Und wenn er dir bei der Ernte helfen soll, musst du ihm für jede geerntete Tomate zusätzlich noch ein Goldstück geben. Das wird immer besser. Nie im Leben. So viel zahle ich nicht. Dann suche ich mir lieber einen anderen Aufseher. Na schön, wie du willst. Aber so schnell wirst du keinen finden, der für noch weniger arbeiten wird. Und jo. Bis dahin wird deine Plantage ziemlich heruntergekommen sein. Im Grunde kommst du doch hier noch ziemlich billig weg. Verdammt! Du merkst wohl alles, was? Na schön, du hast mich überredet. Er kann bei mir anfangen. Sehr gut, dann bekomme ich jetzt von dir die 100 Goldstücke, die du mir versprochen hast und außerdem noch für Pedro 100 Goldstücke Vorschuss. Was? Auch noch Vorschuss geben? Mir bleibt auch nichts erspart. Da, dann nimm.
Mögt ihr beide doch an diesem Gold ersticken. Ja, na, das haben wir doch wunderbar gemacht und Roland ist ja schon zuvor gekommen, also cleverer Roland. Wir haben gar nicht über den Lohn geredet, Peter und ich. Also eben, das ist ja lustig. Also, der ist klar, also gut gemacht. Oder das Team ist cool und clever. Du hast einen neuen Job. Schön. Und was bekomme ich jetzt? Du wirst zufrieden sein. 100 Goldstücke im Monat. Und wenn Arbeit anfällt, pro Tomate ein Goldstück. Das gibt's doch nicht. Wie hast du denn das geschafft? Der alte Geizhals hätte mir noch nicht mal die Hälfte gegeben. Er musste halt einsehen, dass seine Plantage ohne Hilfe vor die Hunde geht. Hier hast du übrigens 100 Goldstücke für den ersten Monat. Super. Na dann mache ich mich mal an die Arbeit. Danke nochmal für deine Hilfe. Ja, siehst du, läuft doch. Warte nochmal kurz. Okay, es wäre schwierig, seinen Tabak zu stehlen. Lass mal ihm seinen Tabak, das ist wichtiger für ihn. Ja, dann haben wir das ja wohl geschafft, ne? Dann gucken wir mal. Nee, Herr Milf, für die Stadt brauche ich ja auch noch. Sorry, dass ich es mich wieder verdrückt habe. Torres, ja, das waren ja 30 Sekamil, die habe ich noch lange, lange nicht. So, der Aufseher, Tomatenernte, der Aufseher, da ist es. Petro tritt jetzt seine Stelle als Aufseher an. Und damit ist diese Quest auch erledigt. Perfekt. Gilt es jetzt nur noch ein bisschen Tamara zu suchen. Tamara. Tomate für Tamara. Putzt sie da oben immer noch. Will dich im Waschzuber sehen. Ja, die ist immer noch da. Ah, wann ist sie unten? Gucken wir mal, wie spät wir es haben. Ansonsten lege ich mich mal schlafen. 10.17 Uhr. So, ich lege mich mal schlafen. Und zwar hiermit. Mach ein kleines Nickerchen. Vielleicht ist sie dann weg. Und dann suchen wir sie. Das kannst du ja kaum erwarten, Tamara zu spielen. Ich kann das nicht mehr hören. Sie sollte ja auch noch ihren Vater besuchen. So, das sind jetzt zwei Stunden vergangen. Zu suchen, hä? Wieso, wo? Ach so, okay. Hat wohl Demenz oder sowas. Aha, Tamara steht schon mal. Und futtert. Okay. Das gleiche machen wir nochmal. Weil es so schön ist. Nicht gewusst hast. Ja, ja, Stalking nennt sich das übrigens, ne? Herrlich, herrlich. Wir stalken Tamara. So, ist sie denn schon? Die kann ja sein, dass sie schon runtergekommen ist. So, gucken. 14.06 Uhr. Warum habe ich das Gefühl, dass sie immer noch hier drin ist? Jetzt so weg! Wer erzählt denn sowas? Jedenfalls nicht mehr an der Stelle da. Wo könnte sie sein? Ich habe was anderes gehört. Vielleicht irgendwo hier? Meine Meinung kennst du ja schon. Raus hier! Okay. Ja, mach, dass du wegkommst. Da ist sie. Habt ihr diese Ledersäcke da gesehen? So, Tamara, mein Schnuff. Hä? Ist das warte mal. Wahr? Ich kann das nicht mehr hören. Warum läuft ihr jetzt mal hin und her? Ich sollte mit Tamara jetzt quatschen. Warte mal. Nö. Vielleicht muss ich nochmal mit Pete quatschen. Ist doch nichts Neues. Da muss ich mal eben zur Mine hin. Das überspringe ich mal. So, jetzt sind wir erstmal hier wieder drin. Mal gucken, aber ich schätze mal nicht, dass Pete hier drin ist. Ausruht, nein, dann wird er in der Mine sein. Das werden wir mal eben schnell. Wer bist du? Gaspacho. Hey. Gasparino, immer sicherheitshalber nochmal. Ah, ich könnte versuchen. Moment. Er war ja unser Sklavenhändler, Halter. So, Musik wieder angemacht. Hey du. Ich könnte versuchen, die Sklaven wieder für dich einzufangen. Wirklich? Ich glaube zwar nicht, dass du Erfolg haben wirst, weil man dafür ein erfahrener Jäger sein muss, aber na gut. Die entflohenen Sklaven heißen Morris, Clark, Spike und Wilbert. Fang die Kerle wieder ein und du bekommst die versprochene Belohnung. Oder wenn das nicht mehr möglich ist, so berichte mir zumindest, was mit ihnen geschehen ist. So weiß ich zumindest, woran ich bin. Okay, ich habe jetzt diese Quest gestartet.
Wegen der Sklaven. Jetzt gucken wir erstmal hier in das Logbuch hinein. Sklavenjäger Hunde heißt es jetzt plötzlich. Die entflohenen werden einigen Sklavenjägern gegen gefährlichen Hunden verfolgt. Ich sollte diese gefährlichen Bestien töten, dass sie auch von mir gefährlich werden können. Jetzt die Hunde werden sich alle sehr wahrscheinlich irgendwo in der Oase von Uga befinden. Hatten wir die nicht schon weggeballert, die Hunde? Ich frage nochmal, Gasparino. Wegen der Sklaven. Ja, was ist mit denen? Einen der Sklaven habe ich ganz in der Nähe tot aufgefunden. Die Räser haben ihn erwischt. Kannst du mir sagen, wie der Kerl aussah? Ein schmaler Bursche. Hatte eine Narbe, die quer über den Rücken verlief. Dann hast du Morris gefunden. Mist. Ich hoffe zumindest, dass die anderen noch am Leben sind. Sonst muss ich sehen, wo ich neue Sklaven herbekomme. Wolltest du nicht für jeden Sklaven eine Belohnung zahlen? Das hättest du wohl gern, was? Für einen toten Sklaven zahle ich nichts, vergiss es! Aha. So, ist jetzt irgendwas kaputt gegangen? Das würde mich mal interessieren. Also hier ist noch nichts kaputt gegangen. Was ist denn hier neu? Ist hier was neu? Gucken wir auch mal hier. Nee. Runtergeflohene Sklaven haben wir jetzt. Ich habe Gaspar mitgeteilt, dass einer der Sklaven von Razor getötet wurde. Gasparino meint, dass das Morris sein müsste. Also, ich könnte mich noch rausreden. Also, ich möchte ja die Sklaven helfen. Ne? Wer bist du denn wieder? Du bist die Sklavenwache. Das ist Pete. Quatsch schon mal mit dem Pete. Hey, du. Ja, okay. Dann hat sich das erledigt mit Pete. Und das ist der andere Heinz hier. Das ist der Herr Sklave. Gut, okay. Ich möchte da ganz gerne helfen. Dann müsste ich ja wieder zurück. Ja, erstmal speichern. Bei Innos, ich habe was übersehen. Und zwar, da steht es ja, bei Innos weiß ich noch, was ich da tue. Ich habe dem Sklavenaufseher Gasparino versprochen, ihm seine entflohenen Sklaven zurückzubringen. Na, mal sehen, ob ich das wirklich tun will. Die vier entlaufenen Sklaven heißen Morris, Clark, Spike und Wilbert. Sie sind in der großen Oase geflüchtet, wo es vor wilden Tieren nur so wimmelt. Außerdem sind bereits einige Sklavenjäger mit ihren gefährlichen Hunden hinterhinken her. Ich sollte mir genau überlegen, wie ich vorgehe. Einerseits muss ich das Vertrauen der Assassinen gewinnen, andererseits würde ich es sicher bei den Nomaden herumsprechen, dass ich bei den Sklavenjägern geholfen habe. Und die Nomaden werde ich vielleicht später noch brauchen, um gegen die Assassinen vorzugehen. Vielleicht sollte ich diese Aufgabe erstmal zurückstellen und versuchen, mir den anderen Aufgaben das Vertrauen der Assassinen zu verdienen. Jetzt bin ich verunsichert. Ich habe sicherheitshalber nochmal den Speicherstand, bevor ich Gasparino angesprochen habe, nochmal abgespeichert. Mach aber jetzt hier weiter, wo ich, bei Innos. Ich habe Gasparino mitgeteilt, dass nur ein Sklave tot ist. Mehr haben wir ja nicht gemacht. Wir haben ja bestimmt noch die Option, mit Tamara zu reden, was ja eben nicht klappte. Und dann gucken wir mal, ich hätte jetzt mal auch, ja genau, 15.14 Uhr, vielleicht befindet sie sich ja irgendwo mal, gehen wir mal hier rum. Irgendwo mal im Outback. Nein, nicht im Outback. Oh, dieser Wüstensand. Sorry, ich musste husten. Ach ja. Tamara. Tamara ist ja wieder hochgegangen, ne? Die ist ja wieder hier hochgegangen. Tamara, ich will dich sprechen, aber ich hatte ja auch irgendwann mal das Vergnügen gehabt, mit Tamara in den Abendstunden zu spielen. Jetzt fegt sie. Zuerst bückt sie sich, dann isst sie was, jetzt fegt sie. Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist dieser Sack? Da ist er. Nickerchen machen 2 Stunden. Ich sag mal, ich werde mal 4 Stunden schlafen. Das ist eine schlimme Sache. Nee, eine schlimme Sache. 4 Stunden ausruhen ist, glaube ich, nicht schlimm. So. Hat sie da hinten vor der Tür gesprochen. So. Jetzt sieht es so aus, wie jetzt. Moment, wer ist denn das da hinten? Das ist jemand anders. Gut. Okay. Wir sind. Ja, wo ist Tamara?
vielleicht ist sie hier drin. Weiß ja nicht, wo sie sich einmal alle rumtreiben. Wo ist denn jetzt hier der Dings geblieben? Ist ja auch futsch. Eine Wohlwasserflasche. Ich werde da nicht hingehen. Oder darf ich eventuell nach dem Edition schreiben? Darf ich denn wenigstens hier die Bücher lesen? Ich weiß es nicht. Habe ich doch schon gemacht. Ach, Sharon, da ist er. Ja, echt gut. Ist gut, so vielleicht. Nee, hier darf ich auch nicht rein. Jetzt, wo ist denn Tamara hin? Wo treibt die sich jetzt rum? Spülhölle gibt's? Spielhölle gibt's doch hier nicht, oder? Außer beim Wirt. Mirko. Würfeln. Wobei ich jetzt auch wieder nicht weiß, wo der ist. Ah doch, ich kann mich leise erinnern. Ach, Rambozambo. Also, ist gut. Ich suche jetzt mal nach Tamara. Es muss doch wohl irgendwo in diesen Abendstunden um 7:30 irgendwo muss sie doch rumlaufen. Die hatten wir doch auch noch gefunden. Also ich melde mich wieder, wenn ich sie treffe. Glaube, ich habe sie gefunden. Sie spielt. Eigentlich müsste ich ja die Leier in der Hand halten und ihren Minnesang vortragen. Hoffentlich ist sie das. Oh. Steht eine Elite-Assassine davor. Okay, er haut ab. Wer bist du? Nein, es ist eine Sklavin. So, dull ist aber auch. Darf ich denn hier raus? Ja, mach das. Ja, mach, dass du wegkommst. Stopp. Moment, was hattest du denn da drin zu suchen, hä? So, jetzt bin ich wieder draußen, auf dem Balkon. Geh ich mal schnell hier durch, sonst krieg ich noch einen übergezwirbelt. Ja, übergezwirbelt. So, wen haben wir denn? Vielleicht haben wir hier was. So, was haben wir hier? Oh, hier war ich noch nicht drin. Hier habe ich noch nichts geklaut. Machen wir die Tür mal von innen wieder zu. Speichern ab und holen uns das ganze Zeug. Als da wären. Fangen wir denn an? Wacholder, Gletscherquarz. Noch mehr Quarz mit Gletscher dran. So, gucken wir hier. Ein Goblin-Skelett erschaffen. Blitzschlag. Ah ja, orange Vasen, aber nichts drin. Dann gucken wir weiter. Hier ist doch nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Das war's. Schade, ich dachte, hier gibt's noch mehr zu. Tja, das ist leider nicht Tamara. Dann gehen wir mal wieder Richtung... ach, warte mal, vielleicht hier oben. Nein? Oh, eine Truhe habe ich noch zu knacken. Da muss ich erstmal speichern. Ach, das waren nur 3 Kombinationen und eine Mana-Essenz. Na, super klasse hier. Okay, dann haben wir auch diesen... Oh, Moment mal, angeschnittener Kiesenzäge. Karte von Uga, ja, die haben wir ja schon. Kiesenzäge, das ist auch gut. Ach übrigens, ich habe mal geguckt, der Unterschied zwischen einem ganzen Ziegenkäse und einem angeschnittenen Ziegenkäse. Der ist keiner, der ist, bringt gleichzeitig genauso viel Lebensenergie. Ich glaube 50 waren es oder sowas. Tamara, bist du eventuell hier in der Kneipe? Adepta, Tap, Aramis, Klahas, Rolf und der Mirko, mit dem ich spielen könnte, was ich jetzt aber nicht will. Ich spiele nur ein Spiel. Wirt, weißt du was? Nein, er weiß nichts. Auf der Suche nach Tamara Gotchi. Nein, ich melde mich wieder. Obwohl es 20.55 Uhr ist, werde ich doch mal einen Blick riskieren hier. Vielleicht hat sie sich irgendwo in eine andere Ecke gesellt. Raus! Raus hier! Ja, da ist er. Ja, mach, dass du wegkommst. Okay. Das heißt, die bleibt da erstmal. Ja, die ist voll. Immer diese Nachzügler. Ja, hau ab. Jep, es wird Nacht. Zeit zum Schlafen gehen. 23.18 Uhr. Zeit wieder mal, irgendwann hier um die Ecke zu spinksen, ob Tamara noch ihre lustigen Tänze aufführt. Nein, sie ist nicht da. Raus hier! Okay. Ja, ich hau ab. Hau bloß ab. Das heißt, Tamara ist draußen. Tamara muss sich draußen rumtreiben. Aber wo? Das ist die große Frage. Hier ist sie auch nicht. Wo ist Tamara? Rolands geliebte Tamara. Wo ist sie?
Raus hier. Hier werde ich wieder nur... Ja, mach, dass du wegkommst. Perpenti da oben drin oder sowas. Ich weiß es nicht. Wo ist Tamara? Es war auch nur ein Zufall von ein paar Folgen vorher, dass sie da war und ich mit Said sprechen konnte. Nicht mit Said, also mir den Tipp gegeben hat, mit ihrem Papi da mal Vertrauensbeweise zu erbringen. Aber ich finde diese Tamara nicht. Es ist schwierig. Ich weiß nicht. Vielleicht, aber auch nicht. Ich melde mich wieder. Es ist wirklich müßig, nach Tamara zu gucken. Ja, Frauen sind kompliziert, ich weiß. Naja, Zeit mal hier mal Sindbad ein bisschen nachzugucken und Kasim mal einen Schlüssel zu stehlen. Soweit ich mich erinnern kann. Genau, es ist zwar schwierig, aber probieren wir es mal. So, Kellerschlüssel von Tartaron erhalten. Da gab es doch auch eine Quest. Sehr schön. Detektor, kann man dir auch noch was entwenden? Wertvolle Pflanzen. Ich sollte erstmal speichern. So, hey. Hector. Dann gib mir mal deine Pflanzen hier. Oh. Unschüppige Giraffenwurzel, Goblinbeeren, Snapperkraut. Superklasse. Und Feldknöterich. Super, auch das haben wir geschafft. Bei Champok kann man dem seinen Trank zustellen. Na, da ist nichts Interessantes wahrscheinlich dabei. Sindbad, während seiner Vorstellung stören, lässt er sich nicht. Sehr gut. Dann Branko, ein Name. Ken Bronco, aber Branko. Ups, Daisy, hier war ja nichts. Gut. Ah, das ist gut. Jetzt haben wir den Kellerschlüssel von Tartaron. Und da gab es ja auch noch irgendwie eine Quest dazu. Die müsste ich mal noch lesen. Kellerschlüssel Tartaron. Wo hat er denn jetzt seinen Keller? Der Tartaron. Was? Hier liegt nur mal Gold rum. Warum liegt hier Gold rum? Ach ja, der Name Branko, den habe ich ein einziges Mal gehört. Ich meine, hier hätten wir schon gewesen sein müssen. Nee, doch nicht. Okay, dann immer hier rein. Looten. Keiner da. Elixier des Lebens. Elixier des Lebens? Elixier des Lebens? Sag mich. Ich glaube, ich mach mal lieber die Tür zu hier. So, bevor ich mich noch von anderen Geräuschen hier in die Angst treiben lasse. Nee, man darf sich nicht in die Angst treiben lassen. Muss mutig sein. Auch mal tun hier. Wir sind doch noch Säcke mit Mehl. Oder ist das jetzt hier nur Flavor? Was passiert denn da draußen? Hä? Wo, wie, was? Was ist passiert? Gab es hier einen Kampf? Ich verstehe gar nichts. Das hat doch jetzt damit nichts zu tun, dass ich unten da eben war, oder wie? Hier gehen merkwürdige Dinge rum. Ben, warte mal. Ihre Kinder leicht seinen Käse zu stehlen. Nee, sollte deinen Käse behalten. Das war... Die Straßenräuber von Uga? What the matter ist nun passiert? Muss ich eben mal gucken. Ja, hier haben wir es. So, ich denke, dass ich alle Straßenräuber erwischt habe. Aber waren das wirklich alle? Wahrscheinlich wird es in den nächsten Nächten nicht ruhiger werden. Ich sollte dunkle Gegenden meiden. Oder soll ich mir die Beute vorknüpfen? Dann sollte ich mir die nächste Nacht in der Stadt jede dunkle Ecke genauer ansehen. Vor allem das Händlerviertel, wo die Händler Osiris und Othello ihre Waren aufverkaufen. Und wo die Zelte stehen. Auch im Sklavenviertel, welches beim Tuchhändler Abbas beginnt, könnten Räuber im Dunkel lauern. Alles klar. Das heißt also, die Sklavenräuber waren gerade aktiv. So, jetzt will ich wieder zurück in mein... Wo war das jetzt? Was hier? Abbas. Raus hier. Alles klar. Ja, mach, dass du wegkommst. In den dunklen Gassen verstecken sich die Tassen. Nein. Die Nomaden. Die Räuber. Die Assassinen. Wo war denn nochmal Othello und sowas? Ach ja. Moment mal, hier bin ich nicht reingekommen. Ich habe einen Schlüssel von Tartaron bekommen.
Also der Schlüssel, den ich eben bei der Vorstellung da entwendet habe. So. Weinfass. Alter. Sind das alle Sachen aus Apparat und so? Ich wollte nämlich eben noch eine Truhe knacken in einem anderen. G-Boy D. Schaut mal. Ein Schalde. Geht jetzt plötzlich da oben das Tor und da unten das Tor auf. Wie irre ist das denn? Cool. Dann werde ich erstmal looten. So, die Truhen mache ich dann halt eben im Schnellverfahren auf. Na also, 8 Tomaten, Bananen, Brote und Käse. Waren schon mal hier in dieser Truhe drin. Nehmen wir jetzt die. Ja, Dämon beschwören und Armee der Finsternis. Sehr gut, sehr gut. Die nächste Truhe. Mal gucken, was diese Truhe so in sich birgt. Uah. Ein Lederbeutel. Noch ein Lederbeutel. Und noch mehr Lederbeutel. Ohohoho. Das hat sich hier in diesem Raum gelohnt. Und wir haben ja leider wieder schon ein bisschen überzogen. Und bevor wir da runtergehen und mal irgendwann mal mit Tamara bitte sprechen können, vielleicht könnt ihr mir bitte sagen, wann, zu welcher Zeit sie sich wo aufhält. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ich sag tschüss, arrivederci, auf Wiedersehen und ein bisschen was schreiben. Danke, tschüss.